Ich mag. Stefan, das sind Baustelle, da können so Sachen passieren. Das ist ein cooles Teil. Oh. Ist dir bewusst, dass du älter bist als der Camper? Natürlich. Sieht man das einfach nicht. Das sieht man, dass ich älter bin als der Camper. Nein, das sieht man nicht. Schön, dich mal wieder zu sehen. Ich gehe jetzt anfangen zu bauen, aber danke dafür, dass du die Polster und so weiter uns neu bestickst. Jeder muss auch seine Fähigkeiten für euch einsetzen. Ja, viel Spaß beim Basteln. Also ich werde in jede von die Bänke so kleine Teile reintun, so kleine Holzstücke, damit es an der Wand hält. Und habe ich hier kurz gemessen, dass hier bei den unteren wegen dem Winkel muss immer 15 Grad wegfallen. Dann habe ich hier die Kreissäge eingespannt, 15 Grad eingestellt. Und jetzt säge ich sozusagen hier einen 15 Grad Schnittwinkel ab, damit das Ganze nachher auch gut reinpasst. So, jetzt habe ich gerade hier die Schubladen noch eingezeichnet, damit man sie oben aufmachen kann, hier. Jeweils 10 cm Abstand und dann hat man sozusagen so eine kleine Bank, die man einfach oben hin aufklappen kann. Jetzt kommt das kleine Mittelstück rein, um das Gewicht besser zu verteilen. Und dann ist damit die Sitzbank fertig. Weil hier jetzt logisch der Balken drin ist, müssten hinten noch so ein kleines Stückchen ausgeschnitten werden und vorne das gleiche wie den kleinen Balken. Da tauchte auf einmal Stefanie nach ihrem 12-Stunden-Shoot auf. Hey! Was? Das ist fertig. Schränke ist fertig. Fliese ist fertig. Die Fliese, wow. Gefallen sie dir? Voll schön. Wow. Ja, wie lange bist du da dabei gewesen? Ganz Nachmittag. Ja, klar wieder. Okay, das reicht gehabt. Ist jetzt schön, ne? Das reicht gehabt. Voll schön. Ja, aber war ich da gedacht, dass du so sauber hinkriegst? Vertraust du mir jetzt? Jetzt vertraue ich dir. Daniel, ich vertraue dir nicht. Zusammen geht einfach alles besser. Zumindest lachen wir das am Anfang. Entschuldigung. Ja, was ist denn jetzt? Klar, dass du nicht aufhören kannst. Geht's so? Nein. Warum geht's nicht so? Ja, aber was am Stopp? Au! Stefan, das ist eine Baustelle, da können so Sachen passieren. Aua! Meine Lippe blutet. Jetzt lass mich mal bitte mit meinem Mess. Nein, ich schwöre, das war nicht extra. Jetzt hat Gärtner versteht. Stift, das reißt. Warum? Au! Wir essen den Sessantaquattro. Ja, das stai facendo nuovo. Cosa da fare? Complimenti, bella. Grazie. Ciao. Was wartet? Ah, das ist nur wegen dem Brett. Ja, jetzt muss ich, ja, wenn ich das ein bisschen abschleife, geht schon. Gut, ja. Oh, stich! Au, mit dem Finger! Oh. Mensch! Okay, wir sind jetzt bei Tag 4 vom Bau und der Jo ist gerade auch dazugekommen. Wir schauen heute das Kästchen hier zu finishen und den Camper anzumalen und einen Haufen kleine Eier reinzumachen. Den Camper anzünden. Ganz offensichtlich war er sehr angetan, wie hochqualitativ das Ganze gemacht worden ist. Also das kriegen wir jetzt nicht mehr hoch, oder was? Nö. Ich will damit auch klären, Fliesen sind unnütz. Ja, das weiß ich schon auch, das ist live für den Look halt. Also für den Look? Ja, ja.
Ja, wo hinten? Das gibt's ja nicht. Hinten bei den Fliesen, das ganze Teil ab. Nein, das wird nicht passieren. Boah. Das ist viel zu viel Arbeit, das ist der ganze Camper nicht wert. lass die Wand. Lass es einfach drauf und bemalen es einfach so. Scheiß drauf, wir müssen es ja nicht mehr rausnehmen. Ich tue das einfach mit der Flex abflexen. Und dann schön neue Farbe drauf. Das sieht man, das kann handbar. Willst du mir jetzt erzählen, dass du 3 Minuten da warst, 2 Sachen beanstandet hast und jetzt wieder gehen willst? Ja. Die anderen Bretter schneide ich einfach neu zu, weil das ist viel zu eierhaft und stinkt extrem giftig. Ich bin gerade auf dem Weg nach Albund. Dani braucht meine Hilfe und die Negro der Joggingrunde machen, weil noch ganz, ganz gut. Also Dani, bin auf dem Weg. Erzählt nach einer wahren Begebenheit. Oh nein, Hilfe! Ich weiß nicht, wie ich das verlegen soll. Stephanie muss kommen. Ich helfe dir. Dankeschön, Stephanie. Der Camperbau ist gerettet. Wir werden jetzt die ganzen Innenräume durchstreichen gehen. Weil bevor wir es machen können, müssen wir die kleinen Löcher alle ausfüllen gehen. Und wie soll Gerd so zeigen? Komm mit. Wo ist Oh, ups. Zum Glück hat der Dani so viele Sägespäne gemacht. Die können wir jetzt super gut benutzen. Ah, das macht man jetzt in alle Löcher. Das geht ziemlich geil. Okay, Steffi, bist du bereit für deine erste Kreissägen-Aktion? Oh yes. Voller Unfall in der Brille. Oh ja. Vorne ist schon voller Bilder geschwungen. Aber irgendwie schien die Kreissäge nicht mehr zu funktionieren. Oder das Holz dicker geworden zu sein. Auf jeden Fall schaffte sie es dann irgendwie doch nach 15 Minuten. Stefanie hat ihr erstes Kästchen gesägt. Bisschen zu spät, früher aufgehört, aber es geht schon. Nach dem, naja, nicht ganz so guten Start war ich nun nicht mehr aufzuhalten. Ein bisschen wellig ist es hier schon. Da die Steffi jetzt auf einmal wieder einen Motivationsschub bekommen hat und ihr nicht mehr zu kalt ist, werden wir so kleine Magnete noch einbauen. Und dazu bohrt die Steffi jetzt so kleine Löcher jeweils, damit sie wieder anpassen. Das war der letzte Magnet für heute. Ja, ich bin müde jetzt, es ist 12:30. Ja, da gehen wir es lassen. Gehen wir schlafen. Ja.